Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Overwatch. Und ich muss euch was sagen, es ist etwas Schreckliches passiert. Etwas echt Doofes. Meine Tastatur ist kaputt gegangen. Wirklich, meine Tastatur ist kaputt gegangen. Was soll ich denn jetzt ohne Tastatur machen? Ja, ist natürlich ein bisschen scheiße jetzt. Jetzt muss ich nämlich mit so einer komischen Billigtastatur leider ein bisschen arbeiten. Aber mit etwas Glück schaffe ich es trotzdem. Also ich habe schon gemerkt, bei meiner jetzigen Tastatur, die Leertaste, das tut echt weh, die Leertaste zu drücken. Es ist echt so anstrengend, da drauf zu drücken. Und oh, das ist echt grässlich, da auf die Leertaste zu drücken. Also Wallrides bin ich jetzt nicht mehr so gut drin, wahrscheinlich. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber das macht nichts, dass meine Tastatur kaputt gegangen ist, denn da ist noch Garantie drauf. Das heißt, ich kriege einfach eine neue, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie die das machen. Nur muss ich jetzt eine Zeit lang mit dieser Tastatur auskommen. Und das ist natürlich echt doof. Ich bin nämlich auch so diese Tastatur gewöhnt und so. War ja auch eine richtig teure. Ich habe da ja die Rocket Rios MKFX. Das ist eine Premium-Tastatur. Da kann man nämlich jede einzelne Taste individuell beleuchten. Das finde ich richtig cool. Und natürlich kann man auch jeder Taste einzeln eine andere Funktion hinzufügen. Das ist alles extrem cool. Nur, ja, meine Tastatur war, glaube ich, schon von Anfang an kaputt, denn die hatte schon irgendwie, immer so einen komischen Bug. Die Profile wurden irgendwie nie gespeichert, also immer wenn ich was ändern wollte, musste ich die Profile alle komplett neu machen. Zum Glück gibt es da ja auch eine coole, spannende Speicherfunktion der Profile. Das heißt, ich musste jedes Mal die Profile neu laden, die verändern, die speichern. Und das war schon ziemlich, also das war jetzt nicht so nervig, deswegen habe ich da noch nicht meine Tastatur umgetauscht. Aber jetzt ist sie komplett kaputt. Immer wenn ich einen Knopf drücke, dann passiert da einfach nichts. Da passiert noch nicht was und die leuchtet nicht mehr so schön. Ich habe die so schön eingerichtet, so WASD in unterschiedlichen Farben als die anderen Tasten. Das sah schon richtig schnieke aus. Das hat nicht jede Tastatur. So. Ja, morgen kommt übrigens das neue Event raus. Ich livestreame das natürlich auch morgen. Freut euch schon mal drauf. 19:30 Uhr. So. Ah, das ist ja erst morgen. Morgen ist doch Dienstag, ne? Ja, ja. Ich nehme das natürlich immer ein paar Tage im Voraus auf. Und ja, wir machen das gerade ganz gut, obwohl meine Tastatur kaputt ist. Obwohl ich eine andere Tastatur benutze. Und das ist auch ziemlich ärgerlich, dass ich nicht meine Q benutzen kann. Ah, die kann ich ja jetzt benutzen. Ist ja noch, ja, jeder hat überlebt. Alles ganz gut gelaufen hier. Ja, perfekt. Zum Glück ist meine Maus ja nicht kaputt, deswegen kann ich hier immer noch ganz sneaky mich einfach bewegen. Ich sneake jetzt übrigens mit meiner Maus. Naja. Also das kann man, ja. Das ist jetzt, ja, egal. Ja, cool, ne? Also diese Tastatur, ne, die jetzt kaputt gegangen ist. Also jetzt, wo ich die nicht mehr benutze, merke ich, wie cool die ist. Also diese Rocket Rise MKFX, die empfehle ich nur jedem. Denn soll die perfekte Waffe fürs Gaming-Arsenal eher stilvoll oder doch ausgefeilt sein? Rocket bietet beides. Das für die Gamer entworfene Rise MKFX ist Rockets bestes mechanisches Gaming-Keyboard auf dem Markt. Dank der langjährigen Gaming-Erfahrung von Rocket verfügt das Rios MKFX über eine gigantische Funktionspalette und ein fantastisches Design, das gegnerische Gamer alt aussehen lässt. Um den ganzen die Krone aufzusetzen, verfügt dieses Keyboard zusätzlich über eine Tastenbeleuchtung mit über 16,8 Millionen Farben, bei der jede Taste individuell konfiguriert werden lassen. Also, ihr merkt schon, ich kenne mich da aus. Ich habe das nicht gerade abgelesen oder so. Ich kenne mich da aus. So.
Also diese mechanische Tastatur mit individuell beleuchteten Tastaturen. Diese Beleuchtung ist echt so ein Highlight. Und jede Taste 16,8 Millionen Farben, das ist schon eine Menge. Ja, natürlich gibt es auch noch den, also da gibt es einen N-Key Rollover, so eine Mechanik von den Tasten. Dann gibt es auch noch die Cherry MX Key Switches. Die Cherry Tasten, das sind ja die besten mechanischen Tasten. Oh, guck mal, ich werde gelobt, weil ich so gut bin. Oh, das ist aber nett. Leider habe ich eigentlich gar nichts gemacht, deswegen nehme ich den Lob nicht an. Na gut, huch, ich habe so viel geheilt, ich stand dann auch nur da. Na gut. Außerdem hat die Tastatur drei programmierbare Daumentasten. Das sind so drei Tasten direkt unter der Leertaste. Die sind auch richtig gut platziert, die kann man ganz easy drücken. Finde ich auch richtig cool. Da ändere ich meistens die Profile. Es gibt da nämlich auch verschiedene Profile. Richtig cool. Dann gibt es da natürlich auch noch fünf andere programmierbare Tasten. Links neben Shift und so. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Richtig cool. So, und hier ist eine Tracer im Weg. Dann hat die natürlich... Huch. Okay, das ist ein Geschütz. Na gut. Aber wir machen das gerade ganz gut, obwohl wir einen Bastion haben. Tatsächlich, wir machen das ganz gut. Nein, nein. Nein, 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 nein. Mist. Mist, Mist, Mist. Da ist ein Genji, da ist ein Genji. Genji tot? Okay. Wuff, wuff, wuff. Da. Geh mal weg. Danke. Ja, nice. Oh, nee, da kommt jetzt Saya. Nee, die ist tot. Okay. Also, das hat eine, die Tastatur hat auch noch eine 1000 Hertz Polling Rate. Das ist richtig gut. Eine Millisekunde Anschlagsverzögerung. Das ist schon richtig heftig. Dann natürlich... Natürlich gibt es da natürlich auch noch ein Kabel, das angeschlossen ist. Das ist natürlich an der Rückseite, nicht irgendwo ganz fancy irgendwie versteckt. Und natürlich, das ist auch noch cool, die Tastatur. Wenn man das machen will, dann kann man da auch noch seine Lautsprecher anschließen. Und sein, ja, wenn man will. Also ich will das nicht, deswegen interessiert es mich auch eher nicht. So. Und da wurde schon ein bisschen knapp in meiner Tastatur. Da habe ich schon bemerkt, oh, das könnte vielleicht kritisch ausgehen. Und McCree, der hat mich fast gesehen. Zum Glück gefasst. Scorpion soll auch weg. Ich bringe die Fracht einfach mal weiter. Oh, der, ich wurde gesichtet. Oh nein, von hinten. Ja gut. Ich hätte sich sowas Riskantes machen sollen. Also die Tastatur ist richtig cool. Kauft euch die. Als Maus habe ich übrigens die Rocket Cone XTD. Da gibt es auch schon eine neue Version, aber ich kaufe mir die, glaube ich, nicht, weil meine Maus noch tadellos funktioniert. Nur ist das schon ziemlich... Also das ist schon richtig cool. Also so viele Neuerungen hat es auch nicht, leider. Nur, dass es mit dem neueren Rocket Swarm Treiber läuft. Das sind so alle Rocket-Geräte in einem. Finde ich auch richtig praktisch. So, ich werde da gerade ein bisschen getötet. Aber das macht ja nichts. So. Haben wir jetzt immer noch einen Bastion? Ja. Wir haben immer noch Bastion. Ich weiß jetzt nicht, was der machen wollte. Bastion hat seine Ulti ready. Vielleicht wird das ja noch was. Mit seiner Ulti. Ich glaube nicht, aber kann ja mal. Man kann ja noch hoffen. Bastion ist ja so ein kleiner Knirps. So, der Sniper hat mich zum Glück verfehlt. Übrigens haben die das Sneaken bald genervt. Also jetzt noch nicht. Bald soll es aber kommen, damit man nicht einfach die ganze Zeit so rumsneaken kann. Was nämlich die Hitbox ein bisschen anders macht. So. Und da sind ziemlich viele Gegner. Ziemlich viele. Ja, genau. Bastion macht die alle weg. Ja, nice. Aber ich muss mich jetzt auf Bastion verlassen. Wenn man Bastion hat, dann muss man hier auch ein bisschen... Na egal. So, das Geschütz ist auch weg. Das ist nice. Selbstverstörung, ja, könnte die treffen, genau. Ist noch alles gut. Heißt ja jemand Klopapier? Ja, ist die? Nicht ganz so wahr. Der gegnerische Torbjörn heißt Klopapier.
Alter, netter Name. Netter Name. So, da wurde ich zum Glück nicht getroffen. Die war das auch geschildert. Alles nice. Oh, das sehe ich nicht so gerne. Nein, das schon überhaupt nicht. Ja gut, da konnte ich nicht viel machen. Mhm, unser Bastion macht eigentlich gerade gute Arbeit. Ist aber auch der Einzige. Ich habe mal wieder die Standardmedaillen. Ich habe schon letztens bemerkt, ich habe immer fast immer Goldmedaillen in Heilung und in Zeit, wenn ich Lucio spiele. Okay, wir haben die Fahrt. Hoffentlich. Also unser Team hat da gerade die Gegner gut geraggt. So. Übrigens, oh. Okay. Der Bastion war mir egal. Ihr wisst ja, Bastion, ekel. Zum Glück spiele ich nicht. Oh, Mercy. Mit der würde ich den überhaupt nicht heilen. So indirekt kann man Bastion ja hier heilen. Da habe ich jetzt nichts gegen. Sache, ich muss den nicht zu dem hinfliegen oder ähnliches. So. Bin mal wieder der Einzige, der die Fracht weiterbringt. Und Hanzo nervt. Wie kann ich von hier aus vielleicht die Fracht ganz sneaky... Nein, nicht sneaky. Ich dachte, hier trifft mich das Geschütz nicht. Das hat ja auch eine Maximalrange. Ja. Immer noch nicht. Ja. Pam. Okay, hat noch gereicht. Zum Glück. Sonst wäre ich wahrscheinlich tot. Ja. Ziemlich wahrscheinlich. Okay. Hinter mir ist ein Genji. Deswegen hoffe ich mal, dass der mich jetzt nicht tötet. Der ist tot. Okay, perfekt. Okay, der hat sein Visier, deswegen verfolge ich den mal ein bisschen. Damit er nicht irgendwie stirbt, das ist auch nicht so gut. Na gut. Roadhog hat wieder... Okay, Roadhog muss sich heilen. Okay, der will wohl nicht geheilt werden. Na gut, ist mir auch egal. Dann, oh. Na gut. Ich wollte gerade sagen, da kann er sich jetzt selber heilen, aber konnte er auch nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, mein Ultimate ist noch rein gar nicht ready. Oh, zum Glück ist er gestorben. Und damit haben wir nämlich auch schon gewonnen. 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 Mal sehen, wann haben wir denn so gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Nice. Ja, das waren zwei ziemlich, ziemlich einfache Runden. Also ich habe eigentlich überhaupt rein gar nichts gemacht hier. Ich habe nur meine coolen Gaming-Geräte angesprochen, hier angeworben, die ich habe. Übrigens habe ich auch das Rocket Taito, das ist ein richtig cooles Mauspad, ja. Und dann habe ich natürlich das Rocket Cover, ein richtig cooles Headset, ja. Aber guck mal, hier mal wieder 29% Heilung, das ist nicht so viel wie letzte Runde, aber immer noch ganz viel. Ich werde diesmal nicht geupvotet, die haben sich mal wieder schwert. Roadhog und Diva sind so OP, ich freue mich schon auf Hook 2.0 und Divas Nerf. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin... Oder zum Stream. Tschüss.